Leute, wir sind zurück. Assassin's Creed und im letzten Part haben wir Talal getötet und jetzt sind wir wieder zurück in Damaskus und es gibt für uns eine Menge zu tun. Türme, Aufträge, pipapo, ihr wisst Bescheid. Oh, geh weg, Alter. So, das müssen wir jetzt machen und Leute retten. Und tschüss. Oh Gott, geh doch weg, Alter. Was soll denn das? Steh mir doch nicht im Weg, Mann. So, hier müssten wir den Bürger retten. Alter. So, hier. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Falsches getan. Warum? Das hört von mir. Euer Leben ist verwirrt. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Das war's. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Das ist ein böses Omen. Gut, gerettet. Hier, okay, der Assassin-Typi ist irgendwo da unten. Da. Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay. Was? Was wollt ihr von mir? Nichts. Ich habe solchen Hunger. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gebt. Nein, nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Das war Nummer 1. Sehr schön. Das war doch easy. War das großartig. Genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Sehr gut. So, da haben wir noch einen Bürger, den wir retten können. Und tschüss. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Bitte, bitte. Oh, wie konnte das nur passieren? So, dann auf den nächsten Turm. Wieder ein paar Bürger gerettet und einen Auftrag erfüllt. Wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, diese Aufträge gab es damals, glaube ich, gar nicht. Also in der Originalversion. Die sind extra nur für den Director's Cut gemacht worden, damit man ein bisschen mehr Variationen hat. Schert euch davon. Oh, shit. Und tschüss.
Aua. Das war echt richtig uncool, aber egal. Wir müssen ja nur auf diesen scheiß Turm hier rauf. So, und das sollte auch nicht allzu schwer sein. Wir müssten an der genau richtigen Stelle sein. Ja. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ihr werdet mir nicht entkommen. Au, greif ihn doch! Ich habe keine Ahnung, warum er ihn nicht gegriffen hat, ne? Kein Plan. Gut, egal, synchronisieren wir das. Oh, ein Taschendiebstahl. Können wir gleich mitnehmen. Oh, echt jetzt? Oh, Mann. Geht doch weg, Alter. Oh, ist das euer Ernst? Das wird nicht zu schwer. Töte ihn! Na, geht doch. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Nice! Sehr gut, abgeschlossen. So, dann gehen wir gleich zum am weit entferntesten. Oh, Alter, geht mir doch aus dem Weg, Mann. Wovor flieht er nur? Er will auf jemand anderen sein. Ich habe nichts. Tja, das Ding ist so weit weggeflogen, dass ich selbst nicht mal weiß, wohin das geflogen ist, aber egal. Da oben müssen wir rauf, ne? Das wird. Was? Okay, wir sind gerade völlig umsonst raufgeklettert. Das war's. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Danke. Oh, was ist das? Ich hätte gelten können. So, jetzt können wir aber zum Turm. Schert euch davon.
Bereue deine Sünden. Hat er sich gerade selber... Ich sag dazu einfach gar nichts mehr, Alter. Ja, scheiße. Wie kommen wir da jetzt hoch? Von da, ne? Wenn überhaupt. Oder auch nicht. Nee, wenn nur von hier. Alter, ihr Mann! Sehr gut. Ist es dein Ernst? Brudi? Ja, so nicht. Wir müssen auf diesen Turm rauf. Von hier gibt's keinen Weg rauf. Und Alter, ihr fällt nur runter. Kennt man ja. So, und es gibt keinen Weg hier rauf, ne? Okay, aber bringt uns das irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wie sieht's von hier aus? Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Endlich. Das sieht leider dann gar nicht mehr so gut aus. Sehr schön. Endlich kommen wir rauf. Ah, von hier müssen wir synchronisieren. Okay. Puh, wir haben's. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Was war denn mit ihm los, Alter? Lol? Sehr schön. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Bitte, geh. Oh, du nervst mich. Passt auf, wo ihr hintretet. Meine Güte, Alter. Brauch mal neue Messer. Danke. Was war das denn? Und tschüss. Na kommt. Greift an. Oh, ernsthaft? Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Nein, wirst du nicht. Wir werden dich leider nie wiedersehen. Was ist das? Ich fragte mich schon, wann ihr kommen würdet. So, jetzt müssen wir hier rauf. Dann let's go.
Ihr seid hier nicht erwünscht. Oh, oh, bitte kletter schneller, Alter, ihr. Dankeschön. Das hätte auch schief gehen können. Oh Mann. Bruder, Alter. Ja, geht doch. Jetzt zieh dich hoch. Nice. Meine Güte. Kann doch nicht sein, Alter, ihr, ey. Oh, wir dürfen wieder mal jemanden auf die Fresse hauen, alles klar. Wie seltsam. Unglaublich. Der geht weg. Vor etwas. Verdammte Ungläubige! Euer Leben ist verwirrt. Bleib weg von mir! Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Tretet jetzt zurück. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Erhalt einen Bau! Das war knapp. Oh, Alter. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ah, viel Glück. Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Tja. Das war's für ihn. Meine Nachforschungen sind noch lange nicht beendet. Tschüss. Ist das dein Ernst? Nee, hier, ich bin schon richtig. Okay, geschafft. Rudi, ich bin nicht weit von dir. Ja, lass die Leiche einfach liegen. Ist okay. Das passt schon. Eure Torheiten werden noch Menschen zum Friede sei mit euch.
Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. So, ich denke, wir müssen hoch. Oh, das wird jetzt zum ersten Mal super ätzend mit den Flaggen, weil wir keine klare Linie haben, was die Flaggen angeht. Oh, Alter, ihr Bruder. Sehr gut. Runter? Ja. Endlich haben wir eine gerade Linie. Jetzt kommen wir durch. Da? Moment. Da oben. Alter, ihr, du nervst mich. Lauf! Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Sehr schön. Als nächstes gehen wir dahin. Und rüber. Shit. Ach komm, ist auch scheißegal jetzt. Oh Gott, verpiss dich doch! Oh, was war das denn, Alter, ihr? Oh, kacke, da ist ein Templer dabei? Ja, gut. Schwein gehabt, wir sind entkommen. Der Templer hat sich selbst gekillt, Alter, yes! Geil, Moody, er ist runtergefallen. Nice. Oh, das ist ja richtig awesome, Alter. Cool. Oh, großartig. Nee, die Bürger retten können wir auch noch. Wenn wir schon in der Nähe sind. Dass die Kümmerzeinen Gott was mit dir geschieht?
versucht es. Oh, Brudi. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Ja, tschüss, Brudi. Dunkle Tag. So, wir müssen sowieso in die Richtung. Das heißt, wir kommen da eh vorbei. Scheiße, an das Losreißen muss ich mich erst noch gewöhnen. Tja. Oh, das geht mir so auf den Sack, Alter. Als nächstes hierhin. Gut, im nächsten Part werden wir mit dem Großteil der Scheiße fertig. Können vielleicht sogar schon den nächsten killen. Je nachdem. Na komm, töte ihn. Alter, ihr, da ist eine Leiter. Warum bist du nicht an die Leiter gesprungen? Hä? Na! Warum? Ja, warum? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Klappt das? Ja, das klappt. Sehr schön.
Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht. Ich glaube, das geht nicht, ne? Nein, geht nicht. Nee, leider nicht. Das müsste aber gehen, wenn wir da rangehen. Danke. Weil den Turm nehmen wir jetzt noch mit. Sehr gut. Und hoch mit uns. So, dann müssen wir einmal seitlich klettern, sonst kommen wir da nicht hoch. Das ist einer der höchsten Türme, glaube ich, in Assassin's Creed. Gibt nur noch einen höheren vielleicht. Oder zwei höhere, der ist auf jeden Fall nochmal höher. Los, Alter, ihr klettert doch. Du siehst doch das Ding da. Ja, da gibt es noch zwei höhere Türme. Gut, Leute. Hier werde ich den Part aber beenden. Im nächsten Part werden wir wohl den Rest fertig kriegen und auch den nächsten Attentatsauftrag angehen. Wir gucken mal. Mal gucken, wie es läuft. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Assassin's Creed Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.